Herzlich willkommen zum zweiten Basic-Video vom Lernzyklus Zehnerpotenzen und Gleitkommadarstellung. Hier wirst du gängige Vorsilben und deren Abkürzungen kennenlernen und die Beziehung zwischen diesen und den Zehnerpotenzen erkennen. Du kannst dich natürlich auch wieder selbst testen. Auch für dieses Video ist es wichtig, dass du dich gut mit der Schreibweise und den Rechenregeln für Potenzen auskennst. Außerdem werden wir in diesem und im nächsten Video auf unterschiedliche Maßeinheiten stoßen. Daher solltest du fit im Umwandeln sein. Falls du das noch ein wenig wiederholen möchtest, kannst du dir die Lernzyklen zu Maße und Messen anschauen. Im Intro-Video haben wir für alle Größenangaben die Maßeinheit Meter verwendet. Ist dir vielleicht aufgefallen, dass wir auch andere Einheiten verwenden hätten können? Wir könnten die Größe des Fußes auch in Dezimeter angeben oder die Größe des Zahnes in Zentimeter. Ebenso kann die Länge einer Straße in Kilometer angegeben werden. Wir verwenden dabei sogenannte Vorsilben, wie zum Beispiel Dezi, Zenti oder Kilo. Solche Vorsilben werden in der Mathematik und in der Wissenschaft auch Präfixe genannt. Ich habe hier für dich die gängigsten Präfixe der Größe nach aufgelistet, nämlich Beta, Tera, Giga, Mega, Kilo, Hekto, Deka, Dezi, Centi, Milli, Mikro, Nano, Pico und Femto. In der rechten Spalte siehst du die dazugehörigen Abkürzungen. Die ersten vier Vorsilben sind dir vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Speicherplatz oder Datenmengen begegnet. Kilo, Hekto, Deka, Dezi, Centi und Milli kennst du wahrscheinlich aus dem Alltag oder aus der Schule. Die letzteren vier Vorsilben werden zur Abkürzung von ganz, ganz kleinen Zahlen verwendet. Ganz allgemein kannst du dir diese Vorsilben als Abkürzung oder andere Schreibweise der Zehnerpotenzen vorstellen. Ich werde dir jetzt den Zusammenhang zeigen. Dazu erweitern wir die Tabelle. Du siehst in den ersten zwei Spalten wieder die Vorsilben mit den Abkürzungen. In der dritten Spalte die Zehnerpotenz dazu und in der vierten Spalte die ausgeschriebene Zahl. Erkennst du das Muster? Die größte hier dargestellte Zahl ist eine Billiarde. Diese kann in Potenzschreibweise als 10 hoch 15 oder mit der Vorsilbe Beta abgekürzt werden. Genauso funktioniert es mit einer Billion, einer Milliarde und so weiter. Ein Deka ist 10. Dann werden die Zahlen kleiner als 1, bis wir schließlich zu 10 hoch minus 15 gelangen, was mit einem Femto abgekürzt werden kann. Kannst du die fehlenden Einträge ergänzen? Hier nochmal die vollständige Tabelle. Du musst sie nicht sofort auswendig lernen. Vor allem am Anfang ist es hilfreich, wenn du die Tabelle beim Rechnen vor dir liegen hast. Mit etwas Übung wirst du sie aber bald im Kopf haben. Du kannst dich jetzt selbst testen. Probiere herauszufinden, ob die Aussagen stimmen. Sind zum Beispiel 5 Mikrometer dasselbe wie 5 mal 10 hoch minus 9 Meter? Kreuze richtig oder falsch an. Hier siehst du die Lösung. Rechts sind die falschen Aussagen richtig gestellt. Hast du nicht alles richtig? Dann spule das Video zurück und schau nochmal in der Tabelle nach. Das war's mit den Basic-Videos. Es folgen noch zwei weitere Videos, bei denen du dein Können unter Beweis stellen kannst.